I first learned of Amtssprache from the war criminal Adolf Eichmann. Zum ersten Mal hörte ich von dem Kriegsverbrecher Adolf Eichmann über Amtssprache. At his trial for war crimes, als in seiner Verhandlung für Kriegsverbrechen, he was asked if it was difficult for him to send tens of thousands of people off to their death. Wurde er gefragt, ob es schwer war für ihn, Zehntausende von Menschen in ihren Tod zu schicken. And Eichmann answered very honestly. Und er sagte sehr aufrichtig, to tell you the truth, it was very easy. Um die Wahrheit zu sagen, es war sehr leicht. Our language made it easy. Unsere Sprache machte es einfach. Now that answer shocked his interviewer. Diese Antwort schockte seinen Interviewer. And his interviewer said, what language? Und sein Interviewer sagte, welche Sprache? And Eichmann said, my fellow officers and I, we had our own name for our language. Und Adolf Eichmann sagte, meine Offiziere und ich, wir hatten unseren eigenen Namen für diese Sprache. We called it Amtssprache. Wir nannten es Amtssprache. It's a language in which you deny responsibility for your actions. Es ist eine Sprache, in der du Verantwortung für deine Handlungen ablehnst. So if somebody asks you why you did something, also wenn jemand dich fragt, warum du etwas getan hast, you use that language, then you don't feel so bad. Benutzt du diese Sprache und dann fühlst du dich nicht so schlecht. He was asked for some examples. Er wurde um einige Beispiele gebeten. Somebody asks you why you did it. Jemand fragt dich, warum du es getan hast. You say, I had to. Du sagst, ich musste. Dangerous language. Gefährliche Sprache. We human beings never do anything we don't choose to do. Wir Menschen tun niemals etwas, das wir uns nicht entscheiden zu tun. But how dangerous to have a word like have to in our head, as though we have no choice. Und wie gefährlich ein Wort wie müssen im Kopf zu haben, so als ob wir keine Wahl hätten. He was asked for other examples of Amtssprache. Er wurde um andere Beispiele für Amtssprache gebeten. Should. Müsste, sollte. You just think what you should do. Du denkst einfach, was du solltest, tun solltest. Then you're not responsible. Dann bist du nicht verantwortlich. Or superior's orders. Oder Vorgesetztenbefehle. Company policy. Die Politik der Firma, Firmenpolitik. It's the law. Das ist Gesetz. Very dangerous language. Sehr gefährliche Sprache. A language that implies no choice. Eine Sprache, die beinhaltet, dass man keine Wahl hat. I said this one time to a group of parents and teachers in the United States in a school I was working at. Ich erzählte das einmal einer Gruppe Eltern und Lehrer, mit denen ich arbeitete. The danger of any language that denies choice. Die Gefahren einer jeglichen Sprache, die Wahlmöglichkeiten verneint. And I used have to as an example. Und ich benutzte müssen als ein Beispiel. And I wasn't surprised. This upset a lot of people. Und ich war nicht überrascht, dass das einige Menschen wirklich aufgeregt hat. Who had been programmed in Amtssprache. Die in Amtssprache programmiert waren. And one of the mothers got very upset with me. Und eine der Mütter war sehr, sehr ärgerlich mit mir. There are some things you have to do, whether you like to do it or not. Es gibt nun mal einige Dinge, die du tun musst, ob du es magst oder nicht. And it's our job as parents and teachers to tell our children what they have to do. Und es ist unser Job als Eltern und Lehrer, den Kindern zu sagen, was sie tun müssen. I said, could you tell me one of these things that you have no choice over that you do? Ich sagte, könntest du mir einige der Dinge erzählen, über die du keine Wahl hast, die du tun musst? She said, oh, there's so many. Und sie sagte, das gibt so viele. Okay, here's one. Okay, hier ist eins. When I leave this workshop tonight, wenn ich von diesem Workshop heute Abend weggehe, I have to go home and cook. Muss ich nach Hause gehen und kochen. I hate to cook. Ich hasse es zu kochen. But I have done it every day for 20 years. Aber ich habe es jeden Tag in 20 Jahren getan. There just are some things you have to do. Es gibt nun mal einige Sachen, die man tun muss. I told her I was very scared of that language. Ich sagte, ich hätte sehr viel Angst vor dieser Sprache. That I think it's at the heart of violence on our planet. Und ich denke, das ist das, was im Herzen der Gewalt auf unserem Planeten ist. And I was hoping I could show her other ways of thinking. Und dass ich hoffe, dass ich ihr andere Arten zu denken that require our consciousness that we have choice every moment. Die unser Bewusstsein fördern, dass wir Wahlmöglichkeiten an jedem Moment haben. She was a rapid student.
Und sie war ein wirklich schneller Student. She went home that very evening. Sie ging an demselben Abend nach Hause. And announced to her family that she no longer wanted to cook. Und verkündete ihrer Familie, dass sie nicht mehr länger kochen wolle. I got some feedback from her family. Und ich bekam Feedback von ihrer Familie. 2 weeks later, I was doing another presentation in that school in the evening. Und 2 Wochen später hatte ich eine andere Abendpräsentation in dieser Schule. And who shows up but her older 2 sons? Und wer kommt daher? Ihre beiden älteren Söhne. And they came up before the it started to talk to me. Und sie kamen mit mir zu sprechen, bevor der Workshop begann. And I said, I'm glad you guys came up to talk to me. Und ich sagte, ich freue mich, dass ihr gekommen seid, um mit mir zu sprechen. I'm very curious what's been going on in your house. Ich bin sehr neugierig, was in eurem Haus so vor sich gegangen ist. Your mother has been calling me up about every other day. Eure Mutter hat mich ungefähr jeden Tag angerufen. Telling me about the major changes she's made in her life since the workshop. Und erzählte mir über die wirklich größeren Veränderungen, die sie in ihrem Leben seit dem Workshop And I'm always very, curious how family members take it when somebody comes back a little weird from a workshop. Und ich bin immer sehr neugierig darauf, wie Familienmitglieder das hinnehmen, wenn sie andere von dem Workshop zurückkommen. So what was it like that first night when she came home and announced that she no longer wanted to cook? Also wie war es an dem ersten Abend, als sie nach Hause kam und sagte, dass sie nicht mehr länger kochen wolle? The oldest son responded. Der älteste Sohn antwortete. Marshall, I just said to myself, thank God. Marshall, ich sagte zu mir, Gott sei Dank. I said, help me understand that reaction. Ich sagte, hilf mir, diese Reaktion zu verstehen. I said to myself, now maybe she won't complain at every meal. Ich sagte mir, jetzt wird sie vielleicht sich nicht bei jeder Mahlzeit beklagen. See, every action we take out of that kind of consciousness, everybody pays for. Jede Handlung, die wir aus dieser Art Bewusstsein tun, dafür bezahlt jeder. Nonviolent communication requires the following. Gewaltfreier Kommunikation erfordert das Folgende. Don't do anything that isn't play. Tu nichts, das nicht Spiel ist.